Das ist ein alter Saurer, der von den Schaustellern noch genutzt wurde. Ja, Schweizer Produktion aus Arbon mit den alten Schweizer Luftverbindungsstücken für die Bremse. Und hier sieht man deutlich den Aufbau, ähnlich wie eine Kippmulde. Rockinger-Anhängerkupplung, klar, ganz stabil. Gebaut eigentlich für die Ewigkeit. Wenn der Rost nicht wäre, würden die wahrscheinlich die Menschheit überleben. Das Problem von Saurer, die waren wirklich sehr, sehr gut verarbeitet. Schweizer Produktion, Schweizer Präzision, den schönen Felgen. Und schauen wir, das ist leider zu. Und die wurden so gut verarbeitet, dass die halt dann später wirklich das Problem hatten, dass die Autos nie kaputt gingen, und anscheinend konnte man dann keine Teile mehr verkaufen, was eigentlich ein wichtiger Bestandteil ist von der Autoindustrie. Und die Saurer gingen dann irgendwann zu. Umso beliebter sind die Fahrzeuge nach wie vor. Die sind sehr massiv, einfach gebaut. Schön mit dem runden Glas da. He? Und da innen durch mit dem Kunstleder, das bei Saurer gemacht hat. Eine Kraftmaschine, hoch 5. Ein Zeitzeuge, Klassiker. Diese Autos hat man auch eingesetzt im Militärdienst. Ja, für verschiedene Zwecke, Unterhalt. Man sieht schon noch einige von den Saurern.